so nice. Aren't you pleased to see me? Eva Herzigova ist berühmt für ihre Mitwirkung an der Wonderbra-Kampagne. Und sie schwört Stein auf Bein auf die erhabene Wirkung. Schau mir in die Augen und sag, dass du mich liebst. Es ist wunderbar, einen Freund zu haben. Denn wenn du solo bist und du hast zufällig eine große Oberweite und du triffst jemanden, dann ist immer, naja, es ist einfach nicht das Richtige. Eva lebt in New York. Aber für Eurotrash kam sie nach Prag, in die Stadt, in der sie entdeckt wurde. Ich werde immer zurückkommen. Prag ist meine Stadt. Eva kam vor 21 Jahren zur Welt. Und zwar nicht im malerischen Prag, sondern in einer öden Industriestadt 120 Kilometer östlich, in Litvinov. Kein Wunder, dass sie unbedingt von dort weg wollte. Litvinovs Luftverschmutzung zählt zu den schlimmsten Europas und die Atmosphäre scheint eher geeignet, Mutanten zu züchten als Models. Es kann dort schon unangenehm werden. Manchmal ist die Luft so schlimm verschmutzt, dass die Kinder nicht in die Schule dürfen. Man kann nicht aus dem Haus gehen und alle Fenster müssen geschlossen bleiben. Aber es ist meine Heimatstadt, also liebe ich Litvinov. Und schließlich lebt ja meine Familie noch dort. Aber wäre ich nicht weggegangen, dann wäre ich jetzt wohl eine kleine Sekretärin. Und das würde ich hassen. Der Kommunismus kam aus der Mode, aber Osteuropa wurde fashionable. Eva war eines der ersten Superbabys aus dem ehemaligen Ostblock. Sie wurde als Jurymitglied zu jener Veranstaltung geladen, aus der sie einst selbst als Siegerin hervorging. Unser Kameramann stürzte geradezu in die Garderobe. Aus streng journalistischen Gründen natürlich, um im Kreis der zukünftigen Supermodels zu recherchieren. Eva ist an der Spitze, weil sie hart arbeitet und sie ist berühmt. Also ist sie ein Vorbild für uns alle. Der Trend der magersüchtigen Models ist tot, meint zumindest Eva. Aber er schien ohnehin tödlich. Also ich mochte das gar nicht. Man blätterte in den Magazinen und da sah man all diese Mädchen, die todkrank aussahen. Sie wirkten, als würden sie jeden Moment verhungern. Das war sehr gefährlich für die jungen Mädchen, die dem nacheiferten. Es war das Gegenteil vom Leben in vollen Zügen. Es war bedrückend. Diese Zeiten sind vorbei und damit kann Eva herzhaft in die üppige Torte beißen, die man ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Und wenn Sie das für ein wenig kalorienbewusst halten, dann warten Sie ab, was Eva als besten Schönheitstipp zu bieten hat. Exklusiv in Eurotrash. Mädchen, die so aussehen wollen wie ich, sollten viel Bier trinken. Das lässt die Brüste wachsen, habe ich zumindest gehört. That's what I heard, that's what my friends tell me.